Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ja. Herzlich willkommen. Ich bin dran. Na, dann geht's richtig gut los hier mit unseren tollen Smartphones und dem entsprechenden Zubehör für Sie. Wenn Sie da schon länger überlegt haben, ob Sie sich da ein neues vielleicht zulegen sollten oder vielleicht auch Ihr erstes Smartphone überhaupt sich dann ergattern sollen hier bei uns, überlegen Sie sich, denn wir haben wirklich tolle TV-Sonderpreise für Sie und natürlich Zubehör zu unglaublichen Preisen. Das überrascht mich wirklich persönlich immer selber, wenn ich die Preise sehe, die man dann außerhalb irgendwo im Einzelhandel zahlt für bestimmtes Zubehör, was man halt gerne haben möchte, was vielleicht momentan gerade ganz trendy und in ist. Und dann soll man so viel Geld dafür bezahlen. Dann denke ich mir, ach, muss das sein? Hier bei uns nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Und wir werden uns vor allem heute mal dem Thema Fotografieren widmen. Denn unser SPX 28, was wir Ihnen heute ganz ausführlich zeigen wollen in der Sendung, das ist, was das Fotografieren betrifft, eine absolute Granate. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben unseren netten Kollegen Harry Weinfurt auch schon am Gerät gehabt und der hat damit auch tolle Fotos gemacht. Der ist natürlich auch sehr naturverbunden und hat dann erstmal direkt die tollen Weinblätter hier fotografiert. Also wunderschöne Bilder. Das Tolle hier ist an dieser Kamera, dass wir eine 8 Megapixel Auflösung bei der Kamera haben, das sogar mit Autofokus. Das heißt, der stellt automatisch auf das, was ich fotografieren will, scharf und auch noch mit LED-Blitz. Denn heute immer noch eine Digitalkamera mit sich rumzuschleppen, wenn man sowieso schon ein Smartphone dabei hat, ist ja auf Dauer ein bisschen umständlich, ne? Natürlich. Also ich fotografiere auch super gerne mit dem Smartphone direkt, mache ganz viele Bilder und heutzutage ist es wirklich so, du hast die Kamera bzw. dein Smartphone ja immer dann dabei. Immer am Mann, an der und Frau, daher kannst du dann auch ganz tolle Videos natürlich auch machen, Fotos. Das geht so einfach. Und schauen Sie mal diese Auflösung an. Also wenn es dann wirklich so tolle Fotos werden in dieser tollen Qualität, dann macht das erst richtig Spaß. Und gerade diese 8 Megapixel jetzt, Sie sehen es, wenn der Harry da gerade zoomt und wieder zusammenzieht, die Detailgenauigkeit bei der Kamera, die finde ich schlichtweg begeisternd. Denn solche Fotos kenne ich vor Jahren nur von Digitalkameras für 400, 500, 600 Euro. Und wenn ich sowas dann gleich in einem richtigen Business-Smartphone mit drin habe, wo ich auch noch eine Bildbearbeitung machen kann, das kommt ja noch dazu, die kinderleicht zu bedienen ist. Ganz, ganz einfach. Dann komme ich auf die traumhaftesten Ergebnisse. Wir haben schon mal nur mit der Frontkamera von diesem Smartphone, mit dem Sie auch Internettelefonie machen können, vor der Sendung kurz mal ein Foto geschossen. Und die Kati wird uns jetzt mal zeigen, wie einfach man hier, und das ist ja im Lieferumfang im System schon mit drin, mit diesem Bildbearbeitungsprogramm, da die verrücktesten Sachen machen kann. Ich kann da wirklich das Bild direkt verändern, verschiedene Filter drauflegen, zum Beispiel sowas ist natürlich dann auch schön. Kann das mir aber auch direkt zurechtschneiden, wenn ich sage, ich möchte irgendwie eine andere Größe haben, ich möchte hier an der Seite ein Stück. Nein, das würde ich ja nie tun, aber wir haben hier zum Beispiel hier oben ja ziemlich viel Studio. Ja. Dann kann ich das hier zum Beispiel dann auch einfach kleiner machen, das geht alles, oder unten ein Stück hoch, wie ich das möchte, das geht hier alles, kann natürlich die Farben verändern, kann mir dann einen tollen Rahmen noch drumherum legen und schon sieht das ganz, ganz schick aus. Und das ist wirklich toll, denn dann kann ich das nachher als Grußkarte sozusagen in digitaler Form gleich per E-Mail, per SMS oder WhatsApp verschicken. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, ist das beliebteste kostenlose SMS- und Fotoaustauschmedium, was es überhaupt derzeit weltweit gibt. Ja, nutze ich auch sehr viel. Bin ich auch dafür, denn kostet nichts und das ist ja, kostet nichts und macht Laune. Ne? Ja. Wie der Erwin Bild sich immer sagen würde. Das Tolle ist, dass Sie hier auch genügend Speicherplatz haben. Und wir haben unseren Pearly, die Katze, die uns mal zugelaufen ist, hier mal fotografiert und mitgefilmt. Und wenn man da mal die Details sieht, allein nur beim Fell, das finde ich wirklich unglaublich. Siehst du ja jedes Schnurrbarthaar, das ist ja irre. Alles gestochen scharf und das mit einem Smartphone. Und dass Sie natürlich nicht nur eine tolle Kamera drin haben, das ist übrigens auch original gefilmt, sondern dass auch die Presse sagt, das ist ein wirklich sensationell tolles Gerät. Das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen, oder? Mhm. Ja, also. Natürlich war auch die Presse total begeistert. Natürlich, also ich war es auch. Ich habe das ja auch oft in der Hand gehabt. Hier sehen wir es zum Beispiel. Testurteil gut.
kann sich das Smartphone wirklich sehen lassen, vor allem im Bereich Verarbeitung. Mhm. Also da stimme ich nur zu, weil ich mag wirklich die Oberfläche auch sehr, sehr gerne. So. Das liegt richtig gut in der Hand. Hier auch Fazit, Haptik hat sehr gut gefallen von der Geschwindigkeit der CPU, Bildschirmauflösung und der Audioauflösung. Also hier auch ein tolles Resümee oder hier auch Fazit. Sogar die Connect. Ja, ja. Schickes Design, das große Display, Dual-SIM-Funktion und solide Ausstattung und Verarbeitung überzeugen. So, und das ganz aktuell aus dem August 2014. Das Gerät hat wirklich für Furore gesorgt, denn die Ausstattung ist Granate. 8-Megapixel-Kamera, dann haben Sie gerade eben vielleicht mitgekriegt, eine Dual-SIM-Funktion. Ja. Und das finde ich so hochinteressant, denn mit diesem Gerät kann ich mit zwei Mobilfunkkarten arbeiten in einem Gerät. Das heißt beruflich oder privat. Wie hat es Ralf so schön gesagt, Frau und Freundin. Oha. Und das ist wirklich eine tolle Sache, denn wenn Sie heute zum Beispiel in Pflegediensten unterwegs sind, das ist ja immer so eine Nerverei, ständig mit zwei Smartphones durch die Gegend zu laufen. Mhm. Ich brauche zwei Ladekabel, dann habe ich nur eins im Auto in der Halterung, das andere fliegt mir irgendwo auf der Mittelkonsole rum. Wenn Sie es kostengünstig, und das ist auch ein Riesenthema, bei uns machen wollen, und hier sehen wir es auch nochmal von der Bildbearbeitung her, dann geht das ganz schnell. Und unsere Renate ist super gut damit klargekommen. Also ein wirklich tolles Smartphone, aber das ist noch lange nicht alles, denn wir sind mit der Prozessorgeneration da drin, damit alles ultraschnell und superflüssig läuft, auf dem neuesten Stand der Technik. Und wir können sogar noch bis zu 32 GB an Speicherkarten reinpacken. Mhm. Das heißt dann für traumhafte Fotos in der Top-Auflösung also auch noch genügend Platz. Ja, was mich vor allem begeistert, ist auf jeden Fall der Preis. Schau mal, 218,41 Euro heute hier der TV-Sonderpreis. Und das ist ja wirklich das Smartphone, das ist ohne Vertragsbindung. Das heißt, Sie müssen nicht noch irgendwie einen 24-monatigen Vertrag abschließen, irgendwie, der Sie richtig viel Geld im Monat kostet, sondern das ist wirklich das Telefon, bekommen Sie so, können da Ihre SIM-Karte reinstecken von Ihrem Anbieter und schon kann es losgehen. Das ist toll. Was auch noch in dem Gerät drinsteckt, der Trend geht immer mehr in diese Richtung, das ist das sogenannte Miracast-System. Das bedeutet, wenn Sie sich in den letzten ein, zwei Jahren so einen Smart-TV gekauft haben, mit dem man ins Internet gehen kann, dann haben Sie auch die Möglichkeit, sollten Sie einen Samsung, einen LG, einen Sony besitzen, da gibt es diese Miracast-Funktion. Das heißt, der Fernseher verbindet sich mit Ihrem Smartphone und dann können Sie natürlich ganz toll auch Dia-Shows machen. Das bietet sich natürlich heute bei den hochauflösenden Fernsehern an, denn eine Bildqualität, so wie Sie es von unserem SPX 28 jetzt gesehen haben, die wirkt natürlich auf so einem großen Bildschirm noch 10.000 Mal besser. Und wenn ich dann aus dem Urlaub komme, vielleicht haben Sie ja selber schon einen Smart-TV mit dieser Miracast-Funktion, dann kann ich meine ganzen Fotos nicht nur auf dem HD-Display, was wir hier eingebaut haben, angucken, sondern tatsächlich auch auf einem richtig großen Fernseher. Mhm. Und gerade, wo du das Display ansprichst, das sollte man natürlich dann auch dementsprechend schützen. Ja. Daher empfehlen wir immer, direkt eine Display-Schutzfolie für das Smartphone hinzuzubestellen, um das dann wirklich optimal auch gegen halt mal kleine Kratzer oder auch gegen diese Fingerabdrücke, Lichtspiegelung wirklich auch zu schützen. Auch das ein Riesenthema, was Kathi gerade sagt. Also Lichtspiegelung, das kann sehr unangenehm sein. Diese IPS-Panels, diese Displays, die sind heute hochglänzend. Klar, die sind aus Glas und deswegen sollte man da gegen Lichtreflexionen auch was tun. 4,66 Euro bei uns, HZ 2235 und die 569 und schon haben Sie Ihr Smartphone perfekt geschützt. So, weißt du, was mich am allermeisten nervt an Smartphones? Was denn? Das Laden. Ja, das stimmt. Man muss immer eine Steckdose suchen und das dann einstecken und dann ist es irgendwo und du kannst es nicht mehr in der Hand haben und so. Das ist natürlich immer nervig. Ich bin normalerweise jemand, der nicht viele Sachen vergisst, aber so ein Ladekabel kann auch mal mir passieren, dass ich es irgendwo vergesse. Ich habe meins schon häufiger vergessen. Auch übers Wochenende zum Beispiel. Okay. Da habe ich das dann, weil ich stecke das immer oben in der Maske an und dann habe ich es in der Maske liegen gelassen und dann hatte ich am Wochenende zu Hause dann kein Ladekabel. Was würdest du sagen, wenn unser Smartphone einfach nur auf den Tisch gelegt wird und dadurch auflädt? Wie denn das? Das geht ja gar nicht. Schau. Das geht schon. Das Einzige, was wir brauchen, ist das Zubehör. Und zwar ist das eine sogenannte Induktionsladeschale und die passende Rückseite für unser Smartphone dazu. Und das ist wirklich klasse. Viele große koreanische Anbieter zum Beispiel haben das heute auch im Programm. Das Einzige, was wir machen müssen, ist diese Schale, diese Rückschale, da ist eine Induktionsschleife drin. Und dann dazu passend natürlich unsere Ladefläche. Die lege ich mir irgendwo zu Hause, wo ich mein Smartphone eigentlich immer ablege, hin. Dann lege ich mein SPX 28 einfach so drauf und schon wird es geladen. Das ist ja irre. Das ist Knaller, oder?
was es heutzutage alles gibt. Also das ist wirklich toll. Ich finde das sehr gut, denn wenn ich tatsächlich auch mal eine feste Steckdose habe, also mir geht es immer so, ich habe immer mein Smartphone immer jeden Abend am gleichen Platz liegen, damit ich am nächsten Tag auch weiß, da ist es. Kein Fieseln mehr, keine Stecker mehr rein- und rausziehen. Ganz einfach diese Induktionsladeschale. Und das für 42,66 Euro. Ganz tolle Sache, können wir Ihnen nur dazu empfehlen, denn einfacher geht es nicht und vor allem auch die Rückseite wird geschützt, denn dieses Ladetablett hat so einen Softlack. Also ganz unempfindlich für Kratzer. Das heißt, das Smartphone liegt drauf, wird immer geladen. Am nächsten Tag nehme ich es einfach nur noch von der Schale runter. Finde ich wirklich toll. Mhm. Und jetzt ist hier schon das nächste Zubehör reingekommen. Was ist das denn? Was kann das denn? Das ist ein ganz tolles Kfz-Universal-Smartphone-Halterung. Die geht so easy, können Sie ganz einfach in den Zigarettenanzünder stecken oder anklipsen, zum Beispiel in die Kühlrippen, denn wir haben hier speziell hinten drauf vier so kleine Häkchen und dann ziehe ich einfach den Halter nur auseinander und klemme mein Smartphone ein. Ach, das ist ja praktisch. Und dann, wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Smartphone auch navigieren lassen möchte, geht das ja dann auch, weil ich das da vorne habe. Und dann entgeht mir auch kein Anruf mehr. Ja, ganz genau. Kann ich einfach freisprechen, auch mit dem Telefon. Auch das kommt noch dazu. Und das Tolle ist, dass ich jetzt nicht extra wieder irgendeine Saugnapfhalterung vorne an der Windschutzscheibe hängen habe, die mir die Sicht versperrt, sondern ich kann das an allen Kühlschlitzen im Auto perfekt verwenden. Und wie gesagt, also diese Gummidinge, die würden sogar auch noch perfekt in einen, ja, 12-Volt-Anschluss passen und dann stecke ich das einfach rein. Und die Handhabung ist wirklich absolut easy. Jetzt pass auf, ich ziehe das mal auseinander und du packst mir jetzt mal das Smartphone rein. So, okay. Voilà. Moment mal, ich ziehe es mal so auf. So. So, bombenfest. Einfacher kann man heute in einem Auto ein Smartphone nicht befestigen. Ja, vor allem günstiger nicht. Schau mal, 3,71 Euro. Der Halter ist ein absoluter Knaller. Für so ein Geld, so ein pfiffiges Detail zu kriegen, ist auf dem Markt normalerweise nicht möglich. Und der Witz an der ganzen Sache ist, ich habe extra wegen diesem Halter mal im Internet gegoogelt. Ich habe keinen vergleichbaren Halter gefunden. Es gibt im Moment anscheinend nur unseren auf dem Markt, der eben speziell für diese klassischen Lüftungsdüsen gemacht ist. Das ist so easy. Ja. Das ist eine klasse Sache, ne? Ja, auf jeden Fall. Und schau mal, 3,71 Euro, das ist ja wirklich kein Geld. Da sollte man direkt sich so einen holen, dann weiß man immer auch im Auto, wo sein Telefon ist. Wie oft ist mir das schon unter den Sitz gefallen oder so? Eben. Ja. Also, eine super Sache, gerade wenn Sie öfter mal in einem Leihwagen unterwegs sind oder beruflich einfach bei Ihnen in der Firma auch die Autos wechseln müssen. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema. Wenn man mal so durch Großstädte geht, da gibt es ja diese großen Elektrofachgeschäfte in Rot, da gibt es diese großen Elektrofachgeschäfte in Blau. Ja. Die einen haben was mit einem Stern zu tun, die anderen was mit Medien. Mhm. Da wird im Moment Werbung gemacht für Selfie-Sticks. So, und was das ist, kostet übrigens bei denen 95 Euro von einem namhaften Hersteller. Oh. 95 Euro. Diese Selfie-Sticks sind eine ganz tolle Sache, denn wenn ich heute mit einem Smartphone in Armlänge Eigenaufnahmen mache, dann sehe ich immer so ein bisschen aus wie so ein Fisch. Das sind die Selfies, ne? Wenn ja, man genau. Das Telefon so abhält und sich dann selber fotografiert. Ja. Wenn ich jetzt aber auf einem Konzert bin, auf einer Veranstaltung bin, wo ich einfach mal mehr Leute fotografieren möchte und möchte in dem Hintergrund auch was haben, dann haben wir jetzt auch so einen Selfie-Stick für Sie. Und zwar einen Teleskop-Selfie-Stick. Den kann ich von 26 bis, und das ist das Tolle, 95 cm verlängern. Ähnlich wie eine Antenne zum Ausziehen. Und das Tolle ist, der hat tatsächlich auch noch ein Fernauslöser. Das ist irre. Das ist ein Hammer. Also es begeistert mich total. Also schau dir das mal an. So, und so funktioniert Hallo. Das. Guck mal, das ist von Somicon eine ganz tolle Sache. Und wieder runter machen, damit bisschen, kann ich jetzt von ganz weit weg, also mit fast einem Meter Entfernung, einfach ein Foto machen. Und super. Am Griff unten ist ein Auslöser. Bluetooth-Auslöser dran. Das heißt, kabellos das Smartphone mit diesem Griff verbinden, gibt es 1000 Möglichkeiten, den zu nutzen. Ob Sie das jetzt nur für Selfies machen oder ob Sie einfach mal in die Menge filmen oder fotografieren wollen, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Der kostet bei uns mal gerade 28,41 Euro und der hat sogar eine Stativschraube dran, dass ich den eben auch, ja, mit Digitalkameras verbinden kann. Also an alles gedacht. Und diese Selfie-Sticks sind normalerweise wirklich total teuer. Ganz Hallo. Tolle Sache. Yes! Und schon hat Kathi jetzt ein Foto von uns beiden geschossen. Wirklich
Ganz, ist toll. Klasse. Ja? Und das eben mit fast einem Meter Abstand. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie fotografieren auf einer Automesse zum Beispiel sich und ein tolles Auto dahinter. Ja, wenn ich die Kamera so eine Armlänge weit weg habe, das bringt ja nicht viel. Da, das ist unser Selfie, was wir gerade gemacht haben. Für kleines Geld, 28,41 Euro. Super Sache. Das ist toll, so einen brauche ich auch. Das ist wirklich genial, oh mein Gott. Das finde ich wirklich klasse. Und natürlich gibt es da auch eine Bestellnummer. Das ist die HZ2290 und die 569. Und somit können Sie aus einem Meter Entfernung entweder sich und viel mehr Menschen fotografieren oder eben tatsächlich auch mal in die Menge halten. Denn wie Sie Ihr Smartphone drehen, das bleibt Ihnen ja überlassen. Entweder die Selfie-Kamera oder die hochauflösende Kamera, wie zum Beispiel bei unserem SPX28. Guck mal, und das ist wirklich toll, denn da sind wir ein ganzes Stück weiter weg. Klasse, ne? Toll. 28 Euro und ein paar zerquetschte unter der Bestellnummer HZ2290 und bei 569. Das ist so toll, das freue ich auch. Jetzt kommen wir zu einem Thema, oft vorgestellt, immer wieder von Ihnen gerne gekauft, derzeit endlich wieder lieferbar. Und auch da dreht sich's um das Thema Fotografieren, denn Tablet-PCs sind aus dem Alltag heute nicht mehr wegzudenken. Wir haben alle eins. Natürlich. Ich nutze es ständig, dauernd und überall, denn es ist für mich der kleine private Informant für alle Dinge, die mich tagtäglich so interessieren. Ob Sport, Unterhaltung, Medien ist, ob ich mal was nachrecherchieren will im Internet oder ob ich mir zum Beispiel auch mit hilfreichen Apps, also Programmen, den Alltag erleichtern will. Unser X10 Quad V2 hat aber noch einen entscheidenden Vorteil, nämlich eine phänomenale Kamera integriert. Ach, ist das wieder lieferbar, echt? Ist wieder lieferbar. Oh, da haben Sie aber Glück, dass das jetzt wieder lieferbar ist. Das ist ja quasi fast immer ausverkauft. Ja, und da sollten Sie zuschlagen, wenn Sie das haben wollen, weil das ist wirklich richtig, richtig gut. Normalerweise kosten solche Touchlets, solche Tablet-PCs in dieser Ausstattung zwischen 600 bis 900 Euro. Man kann das nicht oft genug sagen. Hier ist es tatsächlich so, dass wir auch noch einige Ausstattungen drin haben, die Sie bei keinem anderen Hersteller der Welt kriegen werden. Und das ist das Tolle. Aber erstmal zurück zu dem Thema Fotografieren. Wir haben auf der Rückseite, ich drehe es mal um, hier oben eine 5-Megapixel-Kamera integriert. 5 Megapixel? 5 Megapixel. Touchlet. Ja. Wow. Und damit kann man dann natürlich auch phänomenale Fotos machen und auf einem überragend auflösenden Display mal für unsere Profis 2048 mal 1536 Pixel Auflösung. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Dann diese 5 Megapixel. Pixelbilder auch wirklich perfekt angucken. Ich möchte Ihnen mal in der Galerie zeigen, wie traumhaft man Fotos machen kann. Und nehmen wir einfach mal ein Naturbild. Da ist es nämlich sehr schön, auch von den Farben zu sehen. Schauen Sie mal. Das sind Seerosen, oder? Sind das Seerosen? Nee, das sind keine Seerosen. Also auf jeden Fall eine wunderschöne Blume. Und jetzt passen Sie mal auf. So, ich ziehe das größer. Und ich ziehe das größer. Da wird nichts unscharf. Und das ist diesem Display zu verdanken und natürlich auch der Kamera, denn wir haben hier das gleiche Display eingebaut, wie Apple das in seinem iPad 4 auch drin hat. Das gleiche. Ja, das genau gleiche. Wow. Aber hier eine 5-Megapixel-Kamera und dann kommen wir zum mit Abstand besten Ausstattungsdetail, was ich hier überhaupt kriegen kann, denn ich zeige es Ihnen einfach mal. Ich sage jetzt, ich rufe jetzt die 0180 51 51 und dreimal die 2 an. Jetzt werden Sie sagen, der Kai, der spinnt. Du kannst mit dem noch nicht telefonieren. Doch. Doch? Wir sind derzeit der einzige Anbieter auf dem Markt, der mit einem 9,7 Zoll Tablet die Möglichkeit gibt, zu telefonieren. Ja. Irre. Das ist ein Hammer, oder? Ja, das ist der totale Hammer. Das heißt, haben Sie sowas schon mal gesehen? Das komplette mobile Büro immer mit dabei. Ja, das stimmt. E-Mails du hast ja dann schreiben. Alles da drin. Ja? Das ist ja, also, du brauchst ja quasi gar kein Telefon mehr. Navigieren lassen, ja, du kannst telefonieren. Alles. Sie können natürlich traumhafte Fotos machen. Sie können jederzeit überall, passenden Mobilfunkvertrag vorausgesetzt, dann auch ins Internet gehen. Das heißt, ich bin völlig unabhängig von irgendeinem WLAN-Netz. Ich bin völlig unabhängig von irgendeinem Zugriffscode. Nein, Sie machen das alles mit einer Mobilfunkkarte. Und ein kleiner Tipp von uns. Sie können zu Ihrem bestehenden Mobilfunkvertrag jederzeit eine kostenlose Zweitkarte sich organisieren. Die stecken Sie einfach in das Gerät. Und hier oben ist der komplette UMTS-Empfänger drin. Da kommt eine Standard-SIM-Karte rein, das sehen Sie hier. Dann verschwindet genau dieser Empfänger hier im Gerät. Und das finde ich wirklich toll gemacht. Ich habe keinen Stick mehr, der rumsteht, der abbrechen kann, sondern das ist perfekt ins Gerät integriert. Irre.
Also das ist wirklich super praktisch. Dann kann ich damit telefonieren, also am besten wahrscheinlich dann mit einem Bluetooth-Headset oder so. Ja, genau, das weil so ist ein bisschen umständlich. Bisschen groß. Also für Männerhände würde es noch gehen, aber ich denke, viele Passanten würden sich denken, viel interessanter ist es doch auch, navigieren im Auto, gleichzeitig kommt ein Telefonanruf. Headset haben sie wahrscheinlich schon seit einer Zeit gekauft mit Bluetooth, also kabellose Verbindung zu ihrem Smartphone. Docken sie es doch am X10 Quad V2 an und schon kann ich hier auch telefonieren. Wirklich perfekt. Wollen wir direkt mal bei Pearl.de schauen, was es da momentan kostet? Weil wir haben hier einen Kleiderpreis von 269,50 Euro. Hier sehen wir es bei Pearl.de, 299,90 Euro. Das heißt, bei unserem TV-Sonderpreis wieder richtig viel gespart heute. 30,40 Euro nochmal runter. Kein Mensch der Welt wird Ihnen einen Nachlass von 30,40 Euro auf ein Neugerät geben. Übrigens, toll ist, dass wir hier auch 64 GB Speicherplatz haben. Kleine Micro-SD-Karte, auch wieder das Tolle bei unseren Geräten, denn ich muss mich nicht vorher vorm Kauf entscheiden, wie groß soll mein Speicherplatz sein, wenn ich noch gar keine Ahnung habe. Ja, stimmt. Du weißt ja, wenn du das Touchlet kaufst, noch gar nicht, wie viel Speicher du überhaupt brauchst. Ja, und deswegen haben wir gesagt, super flexibel, einfach eine Micro-SD-Karte nehmen und die kann ich jederzeit wieder tauschen. Wenn eine voll ist, nehme ich die nächste, eine für Fotos, eine für Spiele, eine für private Unterlagen oder geschäftliche Dinge. So einfach geht's. Gibt's bei uns übrigens auch für ganz kleines Geld in vielen anderen Sendungen. Also da auch mal schlau reingucken. 269,50 Euro. Ein wirklicher Knaller. Bis 64 GB Speicherplatz. Knaller, oder? Mhm, richtig gut. Und wir sehen hier gerade, man kann wirklich alles damit machen. Natürlich auch sich die jeweiligen Apps runterladen von den Nachrichtenseiten. Man kann damit E-Books lesen. Alles, was man möchte. Im Urlaub eine ganz tolle Sache. Ich habe meine Bücher dabei. Ich kann hier 1000 Bücher mitnehmen. Mhm. Also ganz einfach mal hochgerechnet, das braucht nicht viel Speicherplatz und habe einfach dieses wunderschöne Gerät. Und wenn ich dann am Strand liege, viele fliegen ja jetzt auch in den schlechten Monaten in die Sonne, dann habe ich nicht nur meine Bücher dabei, kann auch jederzeit Fotos machen, sondern ich kann eben auch perfekt am Strand lesen und dann nicht so einen schweren Schmöker mit 500 Seiten, sondern mein Touchlet. Und da kann ich mir sogar die Displayhelligkeit noch einstellen, kann ich bei einem Buch. Stimmt. Nicht. Ja, das stimmt. Also und wirklich eine tolle Auflösung. 269,50 Euro. Ja, und Spiele spielen macht natürlich Riesenlaune. Ne? Ja, klar. Gerade bei der Display-Auflösung und bei diesem Display, das ist ja wirklich so toll. Schau dir das mal an. Also richtig tolle Grafiken. Und man kann wirklich alles damit spielen. Also selbst Mensch, ärgere dich nicht oder Sudoku oder so. Es gibt wirklich jedes Spiel für dieses Touchlet. Egal, was sie da mögen. Selbst Kreuzworträtsel kannst du auf dem Touchlet machen. Ja. Was ich phänomenal finde ich, wie echt heute Spieler auf solchen Touchlets aussehen. Da haben sie nämlich das Gefühl, dass auf diesem 9,7 Zoll Monitor tatsächlich das Spiel wirklich wie draufsteht. Also Mensch, ärgere dich nicht, wir haben eine Version hier drauf, das sieht aus wie live. Das ist schon wirklich absolut toll. Was hast du denn da jetzt gemacht? Ich bin der Meinung, so ein wunderschönes Tablet sollte auch geschützt bleiben. Ja, Vorder- wie Rückseite und da haben wir jetzt eine wunderschöne Mikrofasertasche für Sie. Kannst du dich noch früher an die Kladden erinnern? Oh, in der Schule? Ist aber schön, ja. Die Kladden, die man so mit diesem Gummibund zugemacht hat. Genauso ist es hier auch, aber eben wirklich super Kalender. Robust. Ich hatte mal so einen Kalender, das ist genau. Toll. Filofax hat man früher zu solchen Kalendern auch immer gesagt. Sieht wirklich toll aus. Fühlt sich auch gut an. Ja. Touchlet ist top geschützt, denn ich habe innen drin erstens mal vier so Silikonhaken, die mein Gerät also absolut erschütterungsfrei hier drinnen festhalten. Da sehen Sie es. Gleichzeitig natürlich diese Mikrofaserstruktur auf beiden Innenseiten. Mhm. Das heißt, unser Aluminiumgehäuse und auch unser Display vorne bleiben perfekt geschützt. Und wenn du jetzt ganz bequem dich abends in deinem Urlaubsziel oder vielleicht auf der Terrasse oder auf dem Balkon mal hinsetzt und möchtest mal dieses Wunderwerk der Technik hat noch so eine Aufstellerfunktion als Fernseher nutzen, na bitteschön, dann nehme ich die Aufstellfunktion. Soll ich Ihnen das mal drehen, dass Sie das von der Seite sehen? Schauen Sie mal, da hinten, da verbirgt sich die Aufstellerfunktion. Dann kann man das sich so toll hinstellen und kann dann einen Film oder vielleicht auch, ich schaue ja gerne auf YouTube auch mir ab und zu mal Videos an, da kann man das wunderbar hinstellen. Ja, absolut. Oder auch einfach mal dann Telefonnummern eingeben, denn telefonieren können Sie auch. Aber dass das gerade mal 14,16 Euro kostet, das ist der Knaller. Das ist wirklich so gut, dieses Zubehör bei uns. Ich sage es ja immer, normalerweise, das Zubehör ist immer so teuer, wenn ich das draußen im Handel mir kaufen möchte. Sau teuer. Ja, da zahlst du wirklich für so eine Hülle direkt 30, 35, 40 Euro, wenn du da eine schöne noch, haben möchtest, die ein bisschen stilvoll ist und ein bisschen netter aussieht und nicht so diese ganz furchtbaren Hüllen. Und, und hier für kleines Geld, toll, oder? So einfach kann es gehen.
Jetzt haben wir gerade eben das Thema Fernsehen schon angerissen. Ja. Es gibt heute über so klassische Internetanbieter wie Satu zum Beispiel, da können Sie uns auch empfangen, die Möglichkeit, übers Internet fernzusehen. Wenn Sie jetzt aber vielleicht Camper sind oder irgendwo ein kleines, wunderschönes, ja, eine kleine Wohnung, eine Ferienwohnung gemietet haben oder mit dem Campingwagen unterwegs sind, dann kann es ja schon mal sein, dass ich da nirgendwo Internet habe. Ja. Wie gucke ich denn dann fern? Gar nicht. Und auch da haben wir das wieder was so für schade, Sie. Das wäre so schade, wenn der Tatort kommt oder die Lieblingsserie. Ja, Sportereignisse, die man gerne miterleben möchte. Wir machen es ganz einfach. Sie nehmen unser Touchlitz und stecken unseren kleinen DVB-T-Empfänger, also terrestrisches Fernsehen, hier an und haben dann die Möglichkeit, knapp 40 Sender in Deutschland in digitaler Top-Qualität zu empfangen. Oder je nachdem, im europäischen Ausland geht das auch. Dann da die ganzen Sender, die man empfangen kann und das alles über unser Touchlet. Und mit der Auflösung kann ich sogar in HD gucken. Ein Traum. Das geht ja einfach. Also du steckst diesen Empfänger einfach an der Seite an hier. Ja, ganz genau. So einfach geht das? Das Einzige, was ich brauche, geht an jedem Smartphone, geht an jedem Tablet-PC, welches eine sogenannte Micro-USB-Schnittstelle hat. Das ist nämlich heutzutage der eigentlich Ladestandard für die Netzteile, speziell bei Android-Geräten. Aber es geht natürlich auch so. Und dann haben Sie so einen kleinen Empfänger hier. Die Software, also die sogenannte App, die gibt es kostenlos im Internet. Die ziehen Sie sich runter, die laden Sie sich und dann kann ich eben tatsächlich digital fernsehen. Das ist natürlich klasse, wenn man unterwegs ist. Das ist die Lösung. Ja, absolut. Und wenn Sie jetzt mal gucken, was sowas kostet, dann kann ich Ihnen gleich sagen, in Fachgeschäften, Elektrofachmärkten zahlen Sie da gut das Doppelte. Denn wir sind hier bei 56,91 Euro. Und wir haben sogar diese tolle Timeshift-Funktion. Also wenn gerade live was läuft, und ich muss mal ganz kurz für große, kleine Königstiger, was auch immer, dann drücke ich hier auf Pause. Dann nimmt der das laufende weitere Fernsehprogramm auf mein Touchlet, auf meinen Speicher auf. Okay. Und wenn ich wieder zurückkomme, kann ich genau an der Stelle, wo ich auf Pause gedrückt habe, weitergucken. Das ist natürlich praktisch. Bei Lieblingsserien oder wichtigen Nachrichten finde ich das schon verdammt gut. Oder zum Beispiel auch bei einer V9. Folge von Pearl TV. Übrigens. Und das für 56,91 Euro, also wirklich ein traumhafter Preis. Es ist perfekt, wenn man viel unterwegs ist. Über 300 Radiosender können Sie übrigens auch digital empfangen. Wenn Sie also auf Ihren Lieblingssender in digitaler Qualität nicht sozusagen verzichten wollen, geht das auch. Und wir haben sogar noch eine Zimmerantenne im Lieferumfang mit drin. Wenn Sie jetzt in der Familie einen Studenten haben, der in einer Einzimmerbude sitzt und kein Internet hat, der will ja auch mal Fernsehen, dann machen Sie das einfach auch darüber. Denn diese Zimmerantenne, die wird so nah wie möglich ans Fenster gestellt. Die verstärkt das Signal noch um 3 Dezibel. Ja, und dann kann ich hier perfekt fernsehen. Ihre Sache, oder? Ja, die PX 48 55 569 ist hier die Bestellnummer. Da, aber jetzt haben wir noch was für die Apple-Geräte und die Android-Geräte. Denn das erste ist speziell eben für die Geräte, die diese Micro-USB-Schnittstelle haben. Und die haben die Amis zum Beispiel nicht. Was mache ich da? Wenn Ihnen auch Kabelsalat bis hier, bis da oder vielleicht noch bis drüber steht, dann haben wir jetzt noch eine zweite Variante von diesem DVB-T-Empfänger für Sie, nämlich mit WLAN, also kabellos. Und das geht dann auch für alle anderen Geräte, also zum Beispiel, wenn ich ein iPad hätte. iPod Touch, dann ein Smartphone, iPhone, ein iPad oder eben auch alle anderen Geräte, mit denen ich, und das kann man heute mit allen mobilen Geräten, ins WLAN, also ins kabellose Internet gehen kann. Dieser kleine Kasten, der hier steht, ist der komplette Empfänger fürs digitale Fernsehen, gleichzeitig aber auch Sender und Empfänger fürs WLAN. Okay. Das heißt, die beiden werden einfach nur noch kabellos miteinander verbunden. Und das mit einer Reichweite von bis zu 8 Metern. Also eigentlich könnte ich den sogar stationär zu Hause im Wohnzimmer aufstellen oder im Schlafzimmer, wenn Sie da keinen Fernseher haben oder keine Steckdose. Oder zum Beispiel auch mal, sollte es sein, auch im Auto gucken. Unterwegs. Ist doch cool, kannst oder? Du direkt Fernsehen gucken. Das ist doch praktisch. Du, ich habe das schon mal gehabt. Ich kam mal vom Skifahren und dachte mir so, oh Gott, ich möchte unbedingt irgendwie, ja, eigentlich ein Sportereignis im Fernsehen noch gucken. Ging aber damals nicht. Ich habe auch keine Raststätte gefunden, wo es damals übertragen wurde. Also musste ich im Radio hören. So, und ich habe natürlich keinen Radiosender gefunden, der das live übertragen hat. Naja, dann musste ich mir das, heute ist es ja so schön, man kann ja vieles in der Mediathek, im Internet nachsehen. Zu damaligen Zeiten war das nicht der Fall. Sowas würde mich schon freuen. Gestochen scharf digital Fernsehen ohne Kabelsalat und einfach nur die passende Antenne an diesen kleinen Empfänger anschließen. Sie sehen es. Und dann mein Endgerät, mein Smartphone, mein Touchlet, meinen iPod, mein iPad,
Hier kabellos verbinden und schon habe ich diese digitale Bildqualität. Das ist ein Knaller, oder? Ja, ist es wirklich. Und das auch für kleines Geld, 59,50 Euro hier. Also wirklich eine tolle Lösung für so ein großes Problem. 59,50 Euro ist ein Riesenargument, da jetzt zuzuschlagen. Natürlich brauchen sie auch eine Bestellnummer und die kriegen sie von Kathi. Die PX 4861 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Also von unserem traumhaften Smartphone, unserem SPX 28 mit phänomenaler Kamera plus Zubehör über die Touchlets. Unabhängigkeit war das Thema. Jetzt sind Sie gefragt. Kaufen können Sie bei uns alles.